Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Überblick. Hallo und herzlich willkommen. Das klang richtig traurig. Da vermisst jemand aber die Heimat. So, Ja, ja. immer, immer, immer große Sehnsucht nach der Heimat. Jo, schön, dass ihr am Start seid heute an diesem Sonntag. Und wir haben einiges parat, wie auch die letzte Zeit immer. Der Überblick ist ja wirklich bei den Ereignissen, wie sie sich immer überschlagen, mittlerweile ja fast schon einfach vorzubereiten, weil es immer so große Schlagzeilen gibt. Und in dem Sinne, lass uns auch reinstarten, oder? Absolut. Gut. Wir starten tatsächlich mit einem Kanada-Thema. Du kannst ja nicht, kriegst ja nicht genug von diesem Land offensichtlich. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das war ja auch was, was sich gewünscht wurde, mal für den Überblick, dass ich dann auch irgendein Thema bespreche, was Kanada angeht. Und ja, hier gibt es gerade ein Thema, was so ein bisschen die Berichterstattung dominiert. In Kanada ist keiner da. Sehr schön. Ja, und ich liebe solche Wortwitze. Ich habe nämlich gerade jetzt auch mal, damit ich hier immer sehe, was eigentlich geteilt wird an Videos und so, in den Twitch-Stream reingeschaut. Und wie spät ist es bei mir? Wir haben hier gerade, ja, 1:10 Uhr. Und das erste Thema, was wir besprechen, ist eben der Streit zwischen Indien und Kanada. Und da ist es jetzt nämlich zu einer gegenseitigen Ausweisung der Diplomaten gekommen. Und das liegt daran, oder das begann eigentlich damit, dass Kanada Indien vorgeworfen hat, kriminelle Netzwerke im Land, also in Kanada selber, zu unterhalten und Indokanadier auszuspionieren und gegen diese auch vorzugehen. Und das Ganze hat sich eben vor allem an der Ermordung von Hardeep Singh Nijjar im Juni 2023 aufgehangen, was eigentlich so, sagen wir mal, ein riesiger Skandal hier gewesen war und viele Leute im Land schockiert hat. Denn Niger ist so einer der Führer der Sikh-Gemeinde Kanadas. Und das ist dahingehend besonders brisant, weil Kanada auch das Land mit dem höchsten prozentualen Anteil an Sikhs weltweit ist. Das ist kurz gesagt einmal, wenn man vielleicht diesen Begriff jetzt nicht so häufig hört im Zuge von großen Religionen, das ist eine monotheistische Religion, könnte man eigentlich auch sagen, die so ein bisschen aus dem Kontakt von Hinduismus und Islam entstand. Eigentlich so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir in der letzten Folge mit dem Bektaschi-Orden aus diesem Kontakt zwischen Christentum und Islam besprochen haben. So ein bisschen vielleicht, wenn das jetzt Sikhs nicht so toll finden, wenn man das sagt, aber könnte man auch sagen, so eine Religion mit so einer Scharnierfunktion in ihrer Entstehung. Ja, ich Und wusste, dass das gefällt. tatsächlich haben wir auch schon mal über diesen ganzen Fragen von Sikh-Separatismus in einer Weihnachtsfolge gesprochen, wo wir gegenseitig die Fragen uns gezogen haben. Und da kam nämlich auch die Frage aus der Community zu Khalistan. Und das ist Ah, nämlich, stimmt. Ja. du erinnerst dich vielleicht, nämlich ein Thema, was auch, glaube ich, in der deutschen Linken recht wenig besprochen wird, was aber hier ein recht großes Thema ist. Khalistan ist nämlich das angestrebte Heimatland, der angestrebte Staat der Sikhs in Indien. Da soll nämlich ein Staat, vor allem eben in Punjab, das ist der einzige indische Bundesstaat mit einer Mehrheit von Sikhs, entstehen. Teilweise werden auch noch andere Teile Nordindiens mit dazugenommen, teilweise auch Teile Pakistans, die dann eben in diesem Staat, ja, dann eben durch diesen Staat Khalistan repräsentiert werden sollen und Teil davon werden sollen. Da muss man sagen, in den 80ern und 90ern gab es einen richtigen Bürgerkrieg in Indien rund um
die Entstehung oder sagen wir mal einen bewaffneten Aufstand um die Entstehung von Khalistan. Aber inzwischen ist es eigentlich so, dass diese Idee von diesem Khalistan-Separatismus vor allem von der Diaspora getragen wird, vor allem auch finanziell davon getragen wird, aber auch politisch. Und da ist eben Kanada eigentlich der wichtigste Staat weltweit, weil die eben so viele Sikhs hier haben. Ja, und Nijjar war eben einer der Wortführer der Separatisten in Kanada und ihm wurde auch immer und immer wieder von Indien vorgeworfen, dass er Verbindung zu einer designierten Terrororganisation, der Khalistan Tiger Force, hat. Er selber hat das bestritten und gesagt, dass er sich nur an einer friedlichen Errichtung von Khalistan beteiligt. Und Indien wollte ihn genau deswegen dann auch immer festnehmen. Kanada hat ihn aber nicht ausgeliefert. So, und im Juni 2023 kam es dann zu einer Ermordung von Nijjar. Und im Zuge dessen hat Kanada eben sehr schnell gesagt, dass sie Beweise dafür hätten, dass Indien an dieser Ermordung beteiligt sei. Und im Mai diesen Jahres kam es dann auch zu einer Verhaftung von drei Indern in Kanada, denen eben vorgeworfen wird, dass sie der Zusammenarbeit mit dem indischen Geheimdienst Nijjar ermordet hätten. Ja, und das war eigentlich auch der Aufhänger für diesen eskalierenden Streit der beiden Länder. Und da gibt es natürlich dann auch recht unterschiedliche Sichtweisen drauf. Indien bestreitet nämlich, dass die irgendwas damit zu tun hätten. Die finden das einfach nur, um es mal so in den Worten von Erdogan und dem türkischen Staat zu sagen, die finden das einfach recht frech, dass Kanada Terroristen unterstützt und haben eben nichts damit zu tun. Trudeau und die kanadische Regierung sagen eben, dass sie absolute Beweise dafür haben und die auch Indien vorgelegt hätten und das richtig frech finden, dass Indien sich in die interne Politik und die Sicherheitsfragen Kanadas einmischen und ja, im Endeffekt einfach einen Mord begehen und eben diese kriminellen Netzwerke hier unterhalten. Und Indien sagt dann wieder, dass das alles nur eine große Lüge sei und dass das der Versuch sei, eben aus dieser Separatismusfrage und der Verbindung zu Indien politisches Kapital zu schlagen, da es ja auch 2025 eben zu der großen Wahl kommen wird und Trudeau, sagen wir mal, nicht unbedingt der beliebteste Premierminister in der Geschichte Kanadas ist. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja jetzt schon ein bisschen ab und zu darüber geredet, dass du ja auch die Erfahrung gemacht hast in Kanada, dass es sehr viele Migrationen aus Indien gibt. Und das allein deswegen dann ja schon sicherlich dann ein großes Thema ist. Ja, absolut. Also vielleicht sage ich noch einmal, Khalistan, es gibt zwar unter den Sikhs auch ein Kastenwesen, aber tatsächlich war immer die Bewegung zu Khalistan eine, die eigentlich auch, also einmal sind die Sikhs selber eigentlich eine Religion, die dem Kastenwesen feindselig gegenüberstehen und die das eigentlich überwinden wollen. Das heißt nicht, dass es nicht weiterhin existiert. Also das ist eigentlich eine sehr, sagen wir mal, so ein bisschen vergleichbar mit diesem katholischen Sozialgedanken. Eigentlich eine Religion, die recht viel sich um sozialen Ausgleich bemühen möchte. Trotzdem gibt es eben das Kastenwesen dort. Und in der Khalistan-Bewegung war das eigentlich immer auch ein Teil, dass es auch darum ging, da diesen sozialen Ausgleich dann auch auf einer staatlichen Ebene zu schaffen und eigentlich das Kastenwesen zu überwinden. Ah, okay, ich hatte gerade einen kurzen Internetaussetzer. Ja, und wie du es schon angesprochen hast, das ganze Thema ist auch deswegen nochmal besonders in den Fokus gerückt, weil es eben sehr großen Unmut über die Migration aus Indien hier in Kanada gibt und das ein großes Thema ist. Weil es gibt eben vor allem sehr, sehr viel Migration aus Punjab, dem mehrheitlich von Sikhs bewohnten Bundesstaat, weswegen auch die Indokanadier mehrheitlich Sikhs sind. Es gibt zwar auch sehr viele Hindus und in einem kleineren Maßstab auch Christen und Muslime, aber dementsprechend ist das ein großes Thema, weil es dann auch natürlich von der
lokalen Rechten ein starkes Narrativ gibt von jetzt werden die ganzen Konflikte hier reingeholt und jetzt werden die sogar von staatlicher indischer Seite hier ausgetragen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen großen Sikh-Wähler-Block. Und es ist tatsächlich auch so, dass einer der wichtigsten Spitzenkandidaten für die kommende Wahl, nämlich der aufstrebende New Democratic Party, selber Sikh ist. Das ist nämlich der Singh. Und man dementsprechend auch davon ausgeht, dass das dann auch viel darauf einfließen wird, wie die Wahl jetzt 2025 dann natürlich unter anderem davon dann beeinflusst wird. Und gleichzeitig gibt es dann auch jetzt wieder Auseinandersetzungen. Ich glaube, da hatte ich dir auch noch ein, hatte ich dir dazu noch ein Video geschickt? Ja, ich glaube schon. Ich habe das nur nicht mit reingenommen. Ja, das ist natürlich. Ich kann das auch eben noch machen. Ja, du hast ja den Link. Das müsste das hier sein. Ich schmeiße es mal an, wa? Genau, da kriegt man vielleicht nochmal einen guten Eindruck. Pro-Khalistan groups rallied in front of the Indian consulate in downtown Vancouver Friday afternoon. Guru Nanak ja, Sikh Temple Management Committee. Auch dann gerade von der Sikh-Gemeinde selber eben immer wieder diese Demonstration. Moment, Moment, ich muss noch einmal wiederholen. Ich muss mir ein bisschen Zeit lassen hier im Studio, das umzuschalten, ist alles gerade ein bisschen weird. So. Sag nur mal jetzt. Okay, das, da gibt es wohl, ich meine gut, es liegt ja auch in der Atlantik hier zwischen uns, ne? Dann kann sowas schon mal passieren. Es gibt halt eben besonders dann von der Sikh-Gemeinde vor Ort auch eine Unterstützung des Vorgehens der kanadischen Regierung. Und da sieht man dann eben, dass es dann auch intern einfach diese unterschiedlichen Sichtweisen drauf gibt. Also die Sikhs vor Ort unterstützen natürlich dieses Vorgehen, weil sie auch selber Indien die ganze Zeit vorwerfen, dass Indien eben auch im Ausland diesen Staatsterror, wie sie sagen, gegen den Sikh-Separatismus ausführen. Und die lokalen Hindus sehen natürlich darin jetzt ja im Endeffekt so ein Beugen des Staates gegenüber den terroristischen Separatisten und natürlich auch ein Aufheizen der rassistischen Stimmung. Und dementsprechend kommt es dann natürlich auch zu Clashes, die dann wiederum von den lokalen Rechten dann aufgenommen werden und so dargestellt werden als ein, guck mal, das Austragen von fremden Konflikten auf unserem Staatsgebiet. Und was man natürlich dazu sagen muss, vielleicht noch einmal als eine Einordnung, warum auch Indien das so stark politisiert. Also erstmal ist es ja grundsätzlich so, dass die Diaspora-Gemeinden von einem bestimmten Staat meistens politisch radikaler sind, als es in dem Land selber der Fall ist, weil einfach tendenziell aus jedem Land mehr marginalisierte Ethnien und Religionsgemeinschaften migrieren. Und dementsprechend ist es immer für alle Staaten eigentlich recht interessant, diese dann auf irgendeine Art und Weise unter Kontrolle zu halten und dafür zu sorgen, dass man auch im Ausland eben Einfluss auf diese ausüben kann. Und bei Indien ist das eben nochmal besonders, weil vom Erzrivalen Pakistan gab es eben diese Bleed India with a Thousand Cuts Kampagne oder Strategie, wo es eben aktiv darum ging, Separatismus und religiösen Fanatismus in Indien zu unterstützen, um diesen Staat langsam in die Knie zu zwingen. Deswegen ist Indien da auch besonders stark hinterher, immer in den Diaspora-Gemeinden zu gucken, wie man eben gegen so Separatismus vorgehen kann. Für eine politische Einschätzung vielleicht noch das, was wir auch in der Weihnachtsfolge gesagt haben, im Endeffekt ist Khalistan so eine klassische nationale Befreiungsbewegung, wo jetzt der sozialistische Anteil eigentlich noch geringer ist, als das beispielsweise bei den Tamil Tigers der Fall war, wo das auch schon stark in den Hintergrund gerückt wird. Eine andere Frage. Der Tiger spielt ja zumindest im Namen eine Rolle. Bei den Liberation Tiger of Tamil Selam, oder was meinst du? Ja.
Weil da Befreiung drin steht. Nein, der Tiger. Ach so. Ja. Oder habe ich mich verhört? Die haben doch auch irgendwas mit Tiger im Namen. Ach so, ja, ja. Die nennen sich, da gibt es eben diese Gruppe, die Khalistan Tiger Force. Also. Ja, das stimmt. Das, ja, die, ja, sagen wir mal, das Verhältnis da ist natürlich, könnte man sagen, durchwachsen. Aber das liegt nochmal an der besonderen politischen Landschaft da vor Ort. Und da jetzt drauf einzugehen, das ist, das wird, glaube ich, zu weit führen. Was vielleicht auf jeden Fall noch interessant ist, ist, dass man auch jetzt hier in Kanada sehen kann, das, was es schon in den USA beispielsweise gab, dass es eine, oder auch in Großbritannien, dass es auch eine zunehmende Politisierung der Hindus vor Ort gibt, einfach weil Hindu-Faschismus jetzt auch in den Diaspora-Gemeinden Fuß fasst. Und das ist auch was, was man dann in den Demonstrationen vor Ort sieht, wo man ja eigentlich ganz lange eben Hindus in den Diaspora-Gemeinden häufig als politisch jetzt gar nicht so stark auf den Straßen wahrgenommen hat, aber das nimmt eben auch zu. Und dementsprechend ist es auch spannend, sich dann anzuschauen, wie dieser Konflikt sich weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Wir werden ja nochmal vertiefen zu Kanada, speziell wenn du wieder da bist. Ja. Haben wir ja schon vor. Und da werden wir sicherlich auch nochmal auf das Thema zurückgreifen. Jetzt kommen wir aber erstmal weiter und sprechen als nächstes über einen weiteren großen Konfliktherd. Und zwar schauen wir mal zur Abwechslung nach Nordkorea oder nach Korea generell. Und schauen uns mal an, was da passiert, denn es gibt auf der einen Seite erstmal größere Reibungen zwischen Südkorea und Nordkorea. Nicht, dass das jetzt was Neues wäre, aber schon mit einer ziemlichen Qualität, sag ich mal. Gucken wir uns erstmal ein Video zu an. An der Grenze zu einem Land, das sich weiter abschottet. Nordkorea hat am Dienstag Teile zweier Verbindungsstraßen nach Südkorea gesprengt. Das südkoreanische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras und erklärte eine erhöhte Einsatzbereitschaft im Grenzgebiet. Das Militär habe mit Warnschüssen reagiert. Mit der heutigen Sprengung der innerkoreanischen Straßen auf der Nordseite der Jeongwei-Linie und der Donghae-Linie hat Nordkorea klar gegen das innerkoreanische Abkommen verstoßen. Wir betrachten dies als einen außergewöhnlichen Verstoß. Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea hatten sich in den vergangenen Tagen zunehmend verstärkt. Das nordkoreanische Außenministerium warf Südkorea vor, mit Hilfe von Drohnen Flugblätter in die Hauptstadt Pyongyang geschickt zu haben. Im nordkoreanischen Staatsfernsehen KRT klingt das dann so. Der Generalstab der koreanischen Volksarmee, der davon ausgeht, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Südkorea weitere Drohnen in unseren Luftraum über der Grenze und der Hauptstadt eindringen lässt, hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Einheiten auf allen Ebenen vollständig auf die Bewältigung jeglicher Entwicklung der Situation vorzubereiten. Er geht von Umständen aus, unter denen sofortige Schläge auf bestimmte feindliche Ziele unvermeidlich sind, wenn sich eine erneute Provokation bestätigt. Südkorea dementierte die Vorwürfe allerdings umgehend. Bei den Straßensprengungen handelt es sich vor allem um eine symbolträchtige Drohgebärde Nordkoreas. Doch mit der Zerstörung der Verkehrswege zwischen beiden koreanischen Staaten unterstreicht die kommunistische Regierung in Pyongyang die Abkehr vom lange verfolgten Ziel einer Wiedervereinigung. China, der wichtigste Verbündete Nordkoreas, warnte vor einer Eskalation in der Region. Genau, also ist jetzt nicht so unüblich, dass es ab und zu mal immer mal wieder zu größeren Spannungen zwischen Südkorea und Nordkorea in einem gewissen Rhythmus kommt. Aber ich fand schon diese ganze Nummer mit den Straßensperrungen halt schon relativ heftig, weil das ja ein tatsächliches Faktenschaffen ist. Also wo du ja wir werden geradet. Mit 4 Zuschauern.
Wer hat uns denn geradet? Nix, joa. Ja. Gucken wir später mal rein. Auf jeden Fall, das ist ja schon in so ein Faktenschaffen, ne? Wo man halt wirklich sagen kann, okay, hier wird halt eben eine Verbindung zum Nachbarland halt eben unterbrochen und diese lässt sich ja nicht immer ebenso wieder dann halt aufstellen, sondern es muss ja dann erstmal wieder eine neue Straße gebaut werden und das ist dann ja schon halt eine recht heftige Eskalation, so, die dann vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgeht, was man halt sonst so quartalmäßig dort in der Region halt mal hat. Absolut. Also erstmal muss ich auch dazu sagen, ich finde es immer noch faszinierend, dass weiterhin von dem kommunistischen System Nordkorea auch in Berichterstattung gesprochen wird und dass man das immer noch nicht angepasst hat. Ohne jetzt in dieses Ding zu gehen von, das ist kein richtiger Kommunismus, aber ich glaube, da kann man es jetzt auch eigentlich, selbst in der bürgerlichen Presse sollte man es mal langsam lassen können. Aber denen gefällt das ja. Ja, denen gefällt das natürlich. Das immer wieder zu sagen. Ja, das kommunistische System Nordkorea. Aber da muss man tatsächlich dazu sagen, auch aus der Eigenbezeichnung von Nordkorea passt das eigentlich gar nicht mehr. Die haben ja auch ihr System auf Juche umgestellt, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Aber die Frage, schaden die sich damit nicht selbst mehr? Also ich wüsste jetzt nicht sehen, würde jetzt nicht direkt sehen, warum die sich damit irgendwie selber mehr schaden. Wir werden ja auch gleich nochmal auf ein weiteres Thema mit Nordkorea eingehen, wo man eigentlich sieht, dass von dem, wie ich das jetzt betrachten würde, Nordkorea eigentlich gerade recht viele interessante neue Entwicklungen für sich sehen kann. Und erstmal jetzt von dem Verhältnis, das ist ja eine Verschlechterung mit Südkorea, ist nicht unbedingt, dass es Nordkorea selber als System schaden muss. Und dass jetzt diese Straßen dort zerstört wurden, ach so, ja, mit der Verbindung zwischen beiden Ländern. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Infrastruktur zwischen den beiden koreanischen Staaten maßgeblich wichtig für das Überleben dieses Staates ist. Irgendwie eine zwischenstaatlichen Handelsperspektive oder dem Fernverkehr, der ist ja, wie man sich denken kann, recht eingeschränkt zwischen den beiden Staaten. Es wurde dann teilweise auch von Nordkorea davon gesprochen, dass man umgehend, also wirklich Kriegshandlungen von seiner Seite aus vornehmen würde, wenn jetzt halt nochmal sowas wie mit dieser Drohne da passieren würde. Wurde in dem Bericht auch gesagt, dass es halt da eben diesen Drohneneinsatz gab, der halt oder angeblich gab, ist ja wirklich immer schwierig, sowas zu beurteilen, wo dann halt eben Flugblätter mit abgeworfen wurden und oder angeblich, ja, und das ist, ich meine, die haben halt immer so eine Rhetorik, ne, unter sich. Also es ist halt wirklich relativ normal, dass sie halt sagen so, ja, okay, jetzt halt noch einen Schritt, dann ballern wir euch halt kaputt. Aber man sollte es halt trotzdem ernst nehmen und gerade mit diesen Straßensperrungen eben, wie gesagt, nochmal eine gewisse Qualität dahinter. Und du hast es schon angesprochen, dass es halt ein zweites Thema gibt, worüber wir sprechen wollen im Kontext von Nordkorea. Und zwar hat Kim jetzt einiges an Soldaten wohl entsendet und ist oder beziehungsweise ist gerade dabei und will wohl eben in der Zusammenarbeit mit Russland in Russland zur Seite stehen und in der Ukraine größer mitmischen oder einem gewissen Umfang mitmischen. Ich mach mal das Video an, was wir hier noch haben. Da sieht man ein paar Truppenbewegungen schon von nordkoreanischen Soldaten. Diese Videos auf X, vormals Twitter, werden gerade im großen Stil geteilt. Sie sollen nordkoreanische Soldaten beim Training in Russland zeigen. Medien berichten, laut Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes plant Nordkorea die Entsendung von 4 Brigaden mit 12.000 Soldaten, um Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen.
Das berichtet die Agentur Yuhab. Sie beruft sich dabei auf den südkoreanischen Geheimdienst. Wladimir Selenskyj, der Präsident der Ukraine, sagt, dass man bereits von den Geheimdiensten darüber informiert sei. Laut ihm sollen es 10.000 Soldaten sein, die aus Nordkorea dafür trainiert werden, gegen die Ukraine zu kämpfen. Russland leugnet das. Experten berichten aber schon seit längerer Zeit, dass Russland in der Ukraine auf alle Fälle nordkoreanische Raketen einsetzen soll. Im Juni diesen Jahres war Kreml-Chef Putin zu Besuch in Nordkorea. Man besiegelte damals eine strategische Festung gegen den Westen. Ja, das wollte ich nochmal kurz mit drin haben. Das fand ich so geil, dass hier so eine Büste von Putin. Das hier. Das, guck mal, das gefällt ihm. Da sieht man jetzt nochmal. Oh, guck mal, wie er sich freut. Mal im Ernst, wem wird das nicht gefallen, wenn man irgendwo zu Besuch ist und auf einmal steht da eine Büste von dir? Ich meine, bei Privatpersonen fände ich es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man so zu Besuch kommt und auf einmal steht eine Büste von dir da. Und, ja. Ansonsten, ich würde mich geschmeichelt fühlen. Wie ja schon so ein bisschen gesagt wurde, da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen zu, auch wenn man da so ein bisschen nachliest, was andere Nachrichtenagenturen schreiben, ist nicht ganz klar, wie viele Soldaten das jetzt sein sollen. Und das Ganze basiert ja erstmal auf diesen geleakten Videos. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch ein paar von unterschiedlichen Punkten schon und eben Infos vom südkoreanischen Geheimdienst, dass das jetzt da so vonstatten geht. Geleugnet wird es immer noch von russischer Seite. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, gibt es, glaube ich, viele Punkte, die eigentlich das eigentlich recht naheliegend machen würden, dass die Staaten so handeln. Also wie wir ja gesehen haben, es gibt so zunehmend gute Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea. Und das ist ja wirklich auch was recht interessant ist für dieses eigentlich so lange so isolierte Land. Also Nordkorea hat es ja wirklich nicht einfach auf der internationalen Bühne, was Außenhandelsbeziehungen angeht, was wirklich so langfristige strategische Partnerschaften, also selbst mit Staaten wie China und Russland als eigentlich die wichtigsten beiden Nachbarländer und auch die wichtigsten Partner, lief es ja mal so und man hat Nordkorea auch immer als trotzdem weiterhin unverlässlichen Partner gesehen. Aber gerade mit dem Ukraine-Krieg gab es ja ein richtig großes Einkaufen von nordkoreanischen Rüstungsgütern, weil die einfach gerade auf Artilleriegranaten und Raketen massenhaft gesessen haben, weil die das eben gebunkert haben. Und gleichzeitig gab es dann ja auch eben einen Handel mit Russland, also unter anderem dann eben so eine Partnerschaft von Waffen gegen Nahrungsmittel. Also unter anderem hat dann Russland hunderte Ziegen nach Nordkorea geschickt, damit die dort dann eben für die Milchversorgung der Bevölkerung sorgen können. Ja. Vielleicht einfach nochmal so ein random Fact, den ich zu den Handelsbeziehungen gelesen habe, den ich recht interessant fand. Und gleichzeitig sendet Nordkorea auch schon vor jetzt diesem Leak Arbeiter nach Russland, weil es dort natürlich dann auch zu einem Mangel. Das ist ja sowieso ein großes Problem in Russland, dass es einen Mangel eben an Arbeit, also das Mangel an Männern im arbeitsfähigen Alter gab. Was man vor allem durch Migration aus Zentralasien bewältigt hat. Aber die ist natürlich jetzt auch ins Stocken geraten und gleichzeitig gibt es auch eine Immigration von gerade eben arbeitsfähigen Männern. Und da sind natürlich die nordkoreanischen Arbeiter, die zu, sagen wir mal, auch global gesehen marktunterdurchschnittlichen Löhnen dann da arbeiten, unter recht viel Kontrolle von den Sicherheitsbehörden, natürlich gern gesehene Gäste. Und Nordkorea hat damit auch die Möglichkeit, Auslandswährung zu erwirtschaften. Weil das ist natürlich auch, das Land hat ja auch nochmal besonders starken Mangel eben an Devisen, weswegen die sich auch international schon immer in kriminellen Netzwerken beteiligt haben und wirklich abstruse Sachen gemacht haben, um an Auslandswährung zu kommen, um irgendwie Güter auf dem Markt einzukaufen, weil es mit der Autarkie nicht so gut läuft. Ich fand es auf jeden Fall witzig, dass es jetzt schon irgendwie die ersten Berichte darüber gibt, dass angeblich oder tatsächlich hier
Scheiße, wenn so Videos aufgehen, wenn man so einen neuen Artikel anklickt. Tatsächlich schon, gibt hier tatsächlich eben nordkoreanische Soldaten desertiert sind an der Ukraine-Front. Und naja, wenn das stimmt, wäre das schon richtig, richtig abgefahren, weil es ist ja auch irgendwo naheliegend, dass es halt vielleicht halt dann unter einigen der Eingesetzten dann doch nicht so eine hohe Moral gibt. Und die dann halt vielleicht die Chance nutzen, sich irgendwie abzusetzen, die da eingesetzt werden. Wenn wir mal gucken, wenn da jetzt da wirklich 10.000 Soldaten eingesetzt werden, was für ein großes Phänomen das am Ende des Tages dann wird, ob jetzt da so ganze Verbände sich einfach irgendwie nach Europa absetzen über den Weg. Also sagen wir mal so, das könnte in sehr viele Richtungen sehr interessant werden. Also es wäre ja jetzt auch nicht das erste. Man muss ja dazu sagen, ne? Das Besondere ist ja, Nordkorea ist der Staat mit dem viertgrößten stehenden Heer der Welt. Ja, das ist so krass. 1,2 Millionen Soldaten bei, oh, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, 25 Millionen Einwohnern. Korrigiert mich, ne? Das Ding ist bei diesem stehenden Heer, was für Russland natürlich interessant ist, das sind frische und unverbrauchte Soldaten. Das ist der große Vorteil. Und sie sind auch gut ausgebildet. Ne? Es ist eine sehr stark militarisierte Gesellschaft. Was sie aber nicht haben und was für Nordkorea natürlich interessant ist, gerade wenn es irgendwann doch mal zu dem großen antizipierten Krieg kommen sollte mit Südkorea, sind Soldaten ohne Kampferfahrung. Welcher Krieg auf der Welt gibt es gerade, wo man Kampferfahrung in einem zwischenstaatlichen Konflikt sammeln kann? Der Russland-Ukraine-Konflikt. Und da ist es natürlich auch nochmal interessant für den großen antizipierten Krieg, da dann auch diese Verbindung mit Russland weiterhin zu stärken. Und da würde ich auch sagen, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, was du gesagt hast. Diese Soldaten haben jetzt auch die Möglichkeit zu desertieren. Und, was auch eine Sache ist, es wäre nicht das erste Mal, wenn wirklich jetzt das Schule machen würde und ein guter Teil nordkoreanischer Soldaten dahin entsendet wird, also man jetzt auch mal von mehr als 10.000 Soldaten sprechen kann, dass sie im Ausland ganz andere Ideen sammeln, vielleicht auch aus einer Desillusionierung, wie man vielleicht einen nordkoreanischen Staat eigentlich aufbauen sollte. Es ist nicht das erste Mal, dass Soldaten irgendwo ins Ausland geschickt werden für einen Krieg, zurückkommen und sich dadurch dann eine revolutionäre Bewegung aufbaut. Ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie unbedingt passieren wird. Ich habe da jetzt auch keine großen Hoffnungen, aber das ist vielleicht was, was man auch da als kleinen Hinweis irgendwie im Kopf behalten kann, dass sowas auch passieren könnte. Ja, und wenn halt in Nordkorea mal was von innen heraus passieren sollte, dann halt über das Militär. Also ich glaube, in Nordkorea keine andere Möglichkeit, als dass halt wirklich bewaffnete, kampferprobte Einheiten dort halt irgendwie desertieren und vielleicht auch mit Unterstützung von Teilen halt aus einer Elite dann auch irgendwie da was umwerfen. Also was anderes ist einfach kaum denkbar von den Machtverhältnissen her, wie gefestigt die sind. Ich fand auf jeden Fall auch lustig, als ich dann jetzt nochmal YouTube vorhin aufgemacht habe, um noch ein paar Videos rauszusuchen, was mir als erstes in die Augen gesprungen ist von der Einschätzung der bürgerlichen Presse, was das angeht. Es hat einfach so diese beiden Thumbnails nebeneinander gehabt. Nordkoreas Truppen nicht kriegsentscheidend. Und Nordkoreas Soldaten können Krieg empfindlich verändern. Das sind nämlich mal zwei sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen der Situation. Wahrscheinlich ist es irgendwo was dazwischen, würde ich sagen. Weil jetzt, wenn die jetzt wirklich 10.000 Leute einsetzen, dann ist das jetzt kein Pappenstiel, so. Es ist jetzt nicht unbedeutend, aber es ist jetzt auch nicht, ja, so, dass es halt dann einfach jetzt einfach Russland nur noch durchmarschiert, nachdem halt irgendwie die Nordkoreaner da eingesetzt werden. Es ist, die Wahrheit liegt mal wieder irgendwo dazwischen. Ja, absolut. Und spannend wird es natürlich auch nochmal zu sehen, was das auch international für Folgen haben wird, weil ich bin mir da jetzt gerade recht sicher. Aber kann auch sein, dass ich mich mit irgendwas dann noch vertue, dass doch was schon vor gewesen ist. Das ist ja jetzt auch das erste ausländische Militär, was aktiv von einem anderen Staat in der Ukraine eingesetzt wird, um an Kampfhandlungen teilzunehmen.
Weißrussland. Genau, das war nämlich das, wo ich mir nicht sicher war, wie es jetzt mit den weißrussischen Soldaten mehr gewesen ist. Deswegen das ist auch das andere, was ich im Kopf gehabt hatte. Aber ja, sonst und lief doch, es ja... Und dann gab es auch noch hier die, wie heißt dieser Staat nochmal, von Tagirov oder wie heißt der? Kadirov. Genau. Tschetschenien. Genau, von Tschetschenien, die haben ja auch Truppen eingesetzt. Nee, das ist ja ein Teil von Russland. Ah, okay. Das ist so gesehen so eine autonome Republik, aber das ist Teil des russischen Staates, der russischen Föderation. Es ist im Endeffekt ein Staat im Staat. Und was es natürlich auch gab, sind massenhaft Freiwillige und Söldner, die schon eingesetzt wurden. Also auf beiden Seiten diverse Freiwillige, auch Leute, die das natürlich fürs Geld machen. Auch auf russischer Seite haben ja auch schon beispielsweise nepalesische Söldner oder Kolumbianer gekämpft, die angeheuert wurden dafür. Und auf ukrainischer Seite gab es natürlich auch zahllose Freiwillige und auch solche Leute, die das sicherlich auch für Geld gemacht haben. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn ein ausländisches Militär dort in einem relevanten Maßstab an Kampfhandlungen teilnimmt. Und natürlich auch, wenn der Staat nochmal Nordkorea ist, das macht natürlich auch nochmal was für das Außenbild, weil ich glaube, es gibt wenige Staaten, die so sehr mit bösartiger Diktatur international verbunden werden wie Nordkorea. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessante Frage dann für die internationale Wahrnehmung. Ja, und zu deiner Frage, Sadi, ich kann das jetzt nicht per se beantworten, vielleicht hast du da noch was dazu zu sagen, Joshua, mit den, ob Verträge gültig werden, wenn einer der beiden Länder dem anderen dann den Krieg erklärt, aber auf jeden Fall würde ich jetzt mal schätzen, dass für Nordkorea, klar, Nordkorea hat halt schon auch Verbündete mit China und Russland, aber ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass halt Russland und China jetzt zum Beispiel alles opfern würden oder sich zu stark für Nordkorea aus dem Fenster lehnen würden, weil klar ist, das ist halt irgendwie ein schöner Verbündeter für die, so ein kleiner Bonus, den die halt für sich bekommen. Aber es ist ja am Ende des Tages jetzt wirklich nicht so bedeutsam für diese beiden super, super großen imperialistischen Player, was jetzt mit Nordkorea am Ende des Tages passiert. Bei Südkorea ist es wahrscheinlich tatsächlich was anderes. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da andere Staaten dann doch deutlich in die Bresche springen würden. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so stark unterschätzen würde, weil, wie gesagt, Nordkorea, auch wenn das Militär natürlich in dem Sinne jetzt nicht mit einer modernen Streitmacht vergleichbar schlagkräftig ist, es halt eine riesige Armee hat, es halt an einem strategisch eigentlich wichtigen Punkt auch positioniert ist. Das ist ein Buffer zu Südkorea als eine der wichtigsten US-Verbündeten im ganzen Pazifikraum bildet und es eine Nuklearmacht ist. Also das sind schon recht viele Sachen, wo ich sagen würde, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und mit Südkorea, da hast du natürlich absolut recht, das ist ein sehr, sehr wichtiger Staat neben Japan da im Pazifikraum für die westlichen Staaten, allen voran für die Vereinigten Staaten. Und dementsprechend, wenn es da zu einem Krieg kommen wird, da kann man eigentlich davon ausgehen, das ist kein schönes Szenario für niemanden auf der Welt. Ja, also ich meinte jetzt auch nicht, dass Nordkorea militärisch in irgendeiner Form zu unterschätzen ist. Also die anhand des stehenden Heers sieht man ja auch, dass die sich halt im Prinzip jetzt seit Jahrzehnten darauf vorbereiten, möglicherweise mal irgendwann in einem tatsächlichen Krieg mitzuspielen. Und das ist ja auch ganz wesentlicher Teil deren Staatsideologie, so dieser Kriegskommunismus, ja. Und also in großen Anführungsstrichen Kommunismus, ja, haben wir ja schon festgestellt am Anfang von dem Gespräch zu Nordkorea. Aber ich meinte halt einfach, dass jetzt halt, ich kann mir halt jetzt nicht vorstellen, dass halt dann irgendwie China oder Russland halt auch einfach den Krieg Südkorea halt erklären oder so. Das wird jetzt halt wahrscheinlich nicht passieren. Also das war ja die Frage, ob halt andere Staaten so richtig krass in die Bresche springen würden für Nordkorea. Und da würde sicherlich was passieren, die würden auch unterstützt werden in irgendeinem Umfang, aber die würden halt jetzt nicht auch nicht alles für dieses Land halt riskieren, schätze ich mal. Ja, ist halt die Frage. Ja, also da kann man, glaube ich, recht viel spekulieren, aber da
ich sehe auf jeden Fall deine Punkte. Aber hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt und dass es wie gewohnt bei diesem Säbelrasseln bleibt. Aber trotzdem, es ist halt auch dieser Schritt jetzt halt, diese Truppen da in diesen Krieg halt zu entsenden. Man sieht halt auch an sowas, wie sehr sich diese weltweite Lage halt immer weiter zuspitzt. Wie diese Blockbildung halt immer weiter fortgetrieben wird und wie so viele Staaten sich auf Krieg vorbereiten, ihre Erfahrungen da praktizieren, sich halt neue Verbündete suchen oder Verbündete intensivieren, die halt dann ihre Kriegsbemühungen halt intensivieren und so weiter. Und das ist halt einfach, ja, mit jedem Ereignis, wo halt auch selbst so ein Staat wie Nordkorea halt sehr viel investiert in so einen Ukraine-Krieg, ist das ja einfach ein Brandherd, der dann neu dazukommt oder der sich weiter verschärft. Und das ist halt einfach richtig abgefuckt. Ja, und wir kommen dann auch zu einem anderen Brandherd, der uns sicherlich noch weiter begleiten wird und der ja neben Ukraine, Russland ja gerade so der Top-Konflikt auf dieser Erde ist. Und zwar sprechen wir jetzt wieder über Israel, über Gaza und über Libanon. Und da gab es ja jetzt wieder halt krasse Ereignisse die letzten zwei Wochen. Da könnte man jetzt wieder alleine halt einen ganzen Überblick drüber sprechen, was dort alles wieder Abgefahrenes passiert ist. Und wir beginnen mit den Angriffen auf auf UNO-Friedenstruppen von Israel. So, also gucken wir erstmal den Bericht und sprechen danach darüber. Hatten sich hier unter der Erde und nur wenige Meter von einem Stützpunkt der Vereinten Nationen Hisbollah-Terroristen verschanzt? Das israelische Militär behauptet, dass die Schiitenmiliz von solchen Tunneln aus Angriffe auf Israel und die Blauhelmtruppe UNIFIL vorbereitet hat. Zum Beweis führten israelische Generäle Pressevertreter am Sonntag an mehrere Orte im Südlibanon. Im Hintergrund ist ein UN-Stützpunkt zu erkennen. Er ist weniger als 200 Meter von uns entfernt. Das Gelände hier, der Wald und die Büsche, sah noch anders aus, als wir unseren Einsatz hier vor ein paar Tagen begonnen haben. Aber nachdem wir alles freigelegt haben, was die Hisbollah hier gebaut hat, sieht man, es verstößt gegen jeden Teil der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates. Eigentlich stehen wir in einer Militärbasis der Hisbollah in unmittelbarer Nähe zur UN. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Klar ist aber, die Tour mit Journalisten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel sich massiver Kritik durch die internationale Gemeinschaft ausgesetzt sieht. Die UN-Friedensmission hatte der israelischen Armee vorgeworfen, ihre Stellungen im Süden des Libanon vorsätzlich beschossen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen seien 5 Blauhelmsoldaten verletzt worden. Spiegel-Reporter Christoph Reuter ist derzeit im Libanon unterwegs. Ich habe in den 28 Jahren, in denen ich über Kriege, Krisen berichte, so etwas nie erlebt, dass nicht nur zufällig auf ein UN-Blauhelm-Hauptquartier geschossen wird, sondern über Tage zielgerichtet mit Panzern geschossen wird, die Eingangstore gerammt werden, Rauchgranaten in die Nähe geschossen werden, dass ein UNO-Mitgliedstaat UNO-Friedenstruppen über Tage planvoll angreift, um denen zu sagen, ihr müsst hier einfach verschwinden, ihr stört. Das habe ich noch nie erlebt. Israels Ministerpräsident. Ja, vielleicht erstmal kurz dazu, weil ich das tatsächlich sehr einprägsam fand, da die Worte von dem Reuter. Also, das ist echt die Fassungslosigkeit. Ja, also, und das verdeutlicht halt einfach, was das für, er hat über Tage gesagt, was das für ein krasses Ereignis einfach ist. Also, klar, man kann jetzt halt sagen, dass halt diese UNO-Friedenstruppen haben, glaube ich, schon sehr stark an Einfluss verloren. Also, was das jetzt für ein
für ein Standing auch hat und so. Und da wird ja nur noch wenig drüber gesprochen. Die meisten der UNO-Aktionen sind ja auch eher so schon seit Ewigkeiten existierende und so. Also das ist jetzt, hat schon halt von seinem Glanz irgendwo verloren. Aber das jetzt halt also wirklich so willentlich und so konzentriert gegen die UNO da vorgegangen wird, von wie gesagt einem Mitgliedstaat davon, wie er das ja auch gesagt hat, ist ja wirklich völlig, völlig verrückt so, was das für ein Ereignis ist. Ne? Ja, ich meine, Israel hat ja sowieso schon immer, sagen wir mal, angespanntes Verhältnis zu den Vereinten Nationen. Ist ja, glaube ich, auch, ich meine, das wäre sogar das Land, was am meisten UN-Resolutionen gegen sich bekommen hat und sich auch immer unfair behandelt gefühlt hat von den Vereinten Nationen. Und dementsprechend, ich möchte da jetzt nicht irgendwie sagen, dass das der Hintergrund davon ist, aber kann ich mir zumindest vorstellen, dass das reinspielt, dass man nicht sonderlich viel von den UNO-Friedenstruppen hält. Du würdest also sagen, dass Israel mit all seinen unliebsamen, mit allem, was unliebsam ist, jetzt aufräumt und nachdem man halt jetzt quasi die Hamas so zum größten Teil halt vernichtet hat und als nächstes die Hezbollah jetzt kam, kommt jetzt die UNO dran. Das würde ich vielleicht nicht so sagen. Ich glaube nicht, dass irgendwie das UN-Hauptquartier in New York jetzt bald von einem israelischen Drohnenschlag getroffen wird oder so. Aber ich meine, man muss das ja, also erstmal stimmt es generell schon, dass Israel natürlich jetzt den aktuellen Krieg dafür nutzt, um mit all dem Schluss zu machen, was aktuell in der Region stört. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch bei den Reaktionen jetzt darauf, dass es sich trotzdem noch sehr stark in Grenzen hält. Also ich meine, Israel hat jetzt wirklich schon sehr viel Schabernack in anderen Staaten getrieben, was Ermordung von oder Tötung, sagen wir mal jetzt, das andere ist ja nochmal eine juristische Kategorie, Tötung von irgendwelchen an Paramilitärs beteiligten Leuten angeht oder auch Militärschläge in fremden Staaten, 10.000-fache Ermordung von Zivilisten und gezieltes Aushungern des Gazastreifens. Also ja, natürlich ist das jetzt nochmal eine neue Form von Eskalation, hat nochmal eine andere Qualität, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da sowohl in der internationalen Presse als auch in Israel selber einfach eine zunehmende Abstumpfung gibt von dem, was man sich rausnimmt, noch zu machen. Ne? Ja, und die geben halt wirklich zero fuck, also das zeigt es ja einfach, dass sie zero fuck geben. Und ich fand, ja, wir können auch vielleicht nochmal die noch zwei, drei Sätze weiterhören, weil da ist auch eine kurze Stellungnahme von Netanyahu drin, die ich auch ganz witzig fand. Präsident Benjamin Netanyahu warf den Vereinten Nationen am Sonntag vor, die Blauhelmsoldaten auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht abzuziehen, obwohl die Hezbollah diese als lebende Schutzschilde benutze. Durch die Weigerung zu evakuieren sind die UNIFIL-Soldaten zu Geiseln der Hezbollah geworden. Dies gefährdet ihr Leben und das unserer Soldaten. Wir bedauern die Verletzung von Blauhelm-Soldaten und wir tun unser Möglichstes, um solche zu verhindern. Um das zu gewährleisten, wäre es aber das Einfachste und Naheliegendste, sie einfach aus der Gefahrenzone abzuziehen. 40 Länder. So. Ist schon eine geile Argumentation, also halt generell dieser Klassiker so, okay, ist halt alles, was halt irgendwie noch neben halt den Terroristen halt existiert, ist halt ein lebendes Schutzschild. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist doch genau das, diese Funktion von den UNO-Soldaten, halt zwischen den Fronten zu stehen, ja,
um die Situation halt zu entspannen und dann halt dafür zu sorgen, dass es halt eben nicht zu Kampfhandlungen und so weiter halt kommt. Also, und die rocken jetzt einfach rein und greifen die halt an. Ja, beziehungsweise auch nicht zu Kriegsverbrechen kommt. Das war ja zumindest das, was damals auch im, ich erinnere mich noch, im Jugoslawienkrieg das große, die große Aufgabe war, oder auch, glaube ich, im Kongo mit den Friedenstruppen auch immer so eine Idee war, dass wenn die UN eben vor Ort ist, dass es dann nicht zu Kriegsverbrechen kommt und dass man da eben aufpasst, dass alle sich an die fairen Spielregeln von den Konflikten halten. Da muss man vielleicht einmal kurz dazu sagen, das ist auch jetzt nicht das, was mit der UN dann passiert ist. Also da gab es dann auch Kriegsverbrechen durch die UN-Friedenstruppen, vor allem was sexuelle Gewalt angeht, aber auch beispielsweise Plünderung oder Ausrauben von Zivilisten. Aber genau wie du es gesagt hast, die Idee ist trotzdem schon, dass die sich genau da im Kriegsgebiet, wo es zu aktiven Kampfhandlungen gibt, aufhalten. Und was man ja auch nochmal dazu sagen muss, dieses mit den lebenden Schutzschilden, das ist ja auch fast zu der Universalbegründung einfach für israelische Kriegsführung geworden. Also wenn man dann sagt, ja, sie hätten sich ja auch einfach zurückziehen können, sie hätten ja auch einfach fliehen können, sie hätten ja auch einfach woanders hingehen können. Das ist ja wirklich die universelle Begründung des israelischen Staates für seine, für seinen Beschuss von Zivilisten oder in dem Fall jetzt von UN-Truppen geworden. Ja. Ja, so viel dazu vielleicht. Oder hast du noch was hinzuzufügen zu der UNO? Nee, wir haben ja auch noch andere Themen genau. Im Kontext vom Nahostkonflikt. Genau, denn wir gucken uns auch nochmal hier vielleicht nebenbei die letzten Momente von dem guten Simba an, der jetzt so der Hamas-Chef war, nachdem alles andere weggemeuchelt wurde und der ja als, zumindest hier in den Medien, als Architekt des 7. Oktobers gehandelt wird. Und der wurde jetzt halt eben getötet von tatsächlich einfach von in ganz normalen Kriegshandlungen. Also der war halt auf irgendeiner Form von Patrouille mit anderen unterwegs und ist dann halt auf israelische Soldaten getroffen und dort dann eben bei Kampfhandlungen umgebracht worden. Und dann haben die halt danach festgestellt, dass es halt eben der Chef von Hamas ist. Fand ich auch interessant, dass der Typ halt tatsächlich rumläuft und selber an Kampfhandlungen teilnimmt erstmal. Also fand ich schon eher überraschend, aber keine Ahnung, vielleicht war der halt auch tatsächlich einfach unterwegs irgendwo hin und ist dann da halt irgendwie reingeraten oder so. Aber mit ihm ist jetzt tatsächlich eigentlich so die gesamte Führungsriege und alles, was noch darunter kam, eigentlich eliminiert. Ja, ich finde das auch wirklich super, das muss man ja auch mal sagen, das hatten wir auch damals schon bei dem Attentat auf Trump gesagt, was dieses Bild einfach angeht, das ist ja auch wieder, finde ich, so ein absolutes Bild des Jahres eigentlich, was da eingefangen wurde, weil es so perfekt für eben jetzt diesen aktuellen Zustand der Organisation steht und natürlich auch ein fantastisches Propagandabild für die, also ist ja auch so, was ich dir zugeschickt habe, vom offiziellen Kanal der IDF, der Israeli Defense Force. Ja. Und war ja auch wirklich jetzt viel zirkuliert und von sehr, sehr vielen YouTube-Kanälen von der Presse aufgegriffen, weil es ja wirklich perfekt ist. In diesem ausgebombten Gebäude sitzt hinten im Raum zusammengekauert auf so einem komplett verstaubten Sessel der Architekt des 7. Oktobers, wie er immer genannt wurde, einer der Führungskader der Hamas und jetzt der aktuelle Chef natürlich auch bis vor, wann war es jetzt? Das war jetzt schon ein paar Tage her, bis vor ein paar Tagen. Und sitzt da wirklich und das Einzige, was er noch machen kann, ist mühsam irgendwie einen Stock nach dieser Drohne schmeißen und findet daraufhin dann sein Ende durch einfache, ganz normale Soldaten, die einfach selber auf einer Patrouille waren und
in Kampfhandlungen mit ganz normalen Soldaten verstrickt wurden. Und kein großer Plan mehr notwendig, keine aufwendige Geheimdienstoperation, sondern einfach so das Ende der Hamas-Führung. Ja, und da ist jetzt natürlich die große Frage, was wird passieren, weil es hängt jetzt, also tatsächlich gibt es ja jetzt so erstmalig, also von den USA war das halt sehr stark wieder, dass halt Biden direkt gesagt hat, so ja, klasse, können wir jetzt Waffenstillstand machen und so. der ist ja wirklich so, dass er im Prinzip in jedem Interview zu dem Thema halt immer von Waffenstillstand und was weiß ich was spricht. Und da war das dann nochmal direkt als Reaktion, so ja, cool, der Typ ist tot, lass Waffenstillstand machen. Und ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal, dass Netanyahu als Kommentar sowas gesagt hat wie, okay, das könnte jetzt halt der Beginn von etwas sein, was halt irgendwie in eine positive Richtung geht, sozusagen. Wenn ich mich da jetzt recht entsinne und das jetzt nicht durcheinander werfe und das er anders gesagt hat. Und naja, ist jetzt halt die große Frage, was jetzt halt passiert. Also wer wird jetzt halt hier die Hamas-Führung übernehmen und wie verhält sich das dann weiter und wie geht jetzt Israel damit um? Ist jetzt halt für Israel halt dieses Kriegsziel halt so erfüllt und sagen die dann, gut, dann können wir jetzt halt vielleicht mal an die Geiseln denken und da mal Verhandlungen treten, um die zu befreien, weil diese ganze Geiselpropaganda ist ja auch absolut lächerlich. Also immer dieses, das ist auch so eine Absurdität, das möchte ich auch nochmal, das haben wir auch, glaube ich, noch nie gesagt, aber das ist so eine Absurdität, dass sie immer noch so tun, als würde es denen um die Geiseln gehen. Wir machen halt die Region, in denen diese Geiseln halt noch vielleicht ein paar Leben halt dem Erdboden gleich, so. Und anstatt halt zu verhandeln, um die halt dann vielleicht frei zu bekommen. Also, das ist ja auch total absurd. Aber vielleicht ist jetzt dann der Zeitpunkt etwas näher gerückt dadurch, dass es Richtung Frieden gehen könnte. Ja, warten wir mal ab, was im Norden passiert, ne? Also, was auf jeden Fall sein könnte, ist, dass sich die Lage in Gaza verändert. Aber ich glaube, im Norden, im Südlibanon, da möchte Israel auf jeden Fall noch weiterhin erstmal aufräumen. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch, denke ich mal, nicht in so naher Zukunft irgendwie einfach ein Ende der Kampfhandlung sehen. Aber natürlich, das stimmt und das ist ja auch was, was von nicht nur von den USA, sondern auch von vielen Staaten ausgegangen ist, die dann eben darüber gesprochen haben, was für ein schlimmer Kerl der Sinwar war. Was man ja auch mal kurz sagen kann, also stimmt auf jeden Fall, der Yahya Sinwar, der war tatsächlich auch in der Hamas selber dafür bekannt, dass er auf brutalste Art und Weise interne Säuberungen ausgeführt hat. Und wohl auch mit eigenen Händen auch. Also ja, genau. Der hat sich auf jeden Fall da auch selber die Hände dreckig gemacht und der auch eher jetzt zu der Hardliner-islamistischen Fraktion gehört hat. Also auch kein angenehmer Zeitgenosse. Trotzdem ist natürlich zu erwarten, also wie die internationalen Reaktionen da ausfallen. Die westlichen Staaten, die sagen alle supidupi, gut, jetzt können wir zu den Friedensverhandlungen übergehen, nachdem der jetzt auch weg vom Tisch ist. Einige islamische Staaten sagen, schade, das ist ein großer Märtyrer ist gefallen, ein großer Widerstandskämpfer. Ein paar andere Staaten wie China und so sagen, dass man doch jetzt bitte, dass beide Seiten sich jetzt bitte mal zurückhalten sollten und auf irgendwie Frieden zu arbeiten. Und es kann durchaus sein, dass jetzt einfach, ich meine, Israel hat einfach weiter durchgezogen, ne? Wir haben auf alles das geschissen, was gesagt wurde. Kann durchaus sein, dass jetzt mit dem Tod auch sich so langsam wirklich dann endgültig Ermüdung einstellt und irgendwann wird es auch so sein. Also selbst wenn Israel weiter diese Art von, ja nicht mal Abnutzung, sondern ich weiß, dass es gibt dieses eine deutsche Wort, was man nicht für diese Art von Krieg verwenden darf, weil das eben mit dem Nationalsozialismus verbunden wird. Aber im Endeffekt diesen, ich sage jetzt mal einfach Zerstörungskrieg gegen den Gazastreifen fortführt. Ist es natürlich auch irgendwann so, dass die restlichen Möglichkeiten von Widerstand durch die Hamas dann einfach so eingeäschert sind, dass dann nicht mehr viel da kommt, ne? Und es könnte halt auch einfach zu einer
absoluten Zerstörung und vollständigen Kapitulation der Hamas kommen. Das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Ja, vielleicht, also kann er sogar, man kann es ja wirklich schwer einschätzen. Ich glaube, der Iran hat jetzt gesagt, dass die Hamas immer noch sehr lebendig sei und aber das ist ja auch klar, dass sie das jetzt behaupten und kann auch sein, dass halt in 2 Wochen die sagen, okay, das war's jetzt. Aber das ist halt alles Spekulation. Ja, es wird natürlich nicht zu einer nachhaltigen Zerstörung irgendwie von islamistischem Widerstand in den palästinensischen Gebieten kommen, das ist ja klar. Aber es geht ja jetzt um ein Ende der Kampfhandlung. Tatsächlich, da kann man auch noch kurz einmal anmerken, im Zuge dessen ist es jetzt auch so, dass Israel eben gesagt hat, dass jetzt mit eben den schweren Schlägen, die jetzt gegen die Hamas ausgeführt wurden und auch gegen die Hezbollah, der Iran eben jetzt eine offene Flanke hätte, wo man jetzt eigentlich auch genau das nutzen müsste, um dann endgültig einen tödlichen Schlag gegen das iranische Regime als Erzrivale und großes Zentrum des Bösen in der Region auszuführen. Sprich dann eben auch gegen die Nuklearanlagen. Also wenn das passiert, das wäre wirklich eine Vollkatastrophe. Also das ist eben auch das, möchte ich vielleicht einmal noch anmerken, weil das ist nämlich auch, was ich noch kurz vorhin in einem Jungle World Artikel gelesen habe, wo nämlich diese Aussagen damit begleitet wurden, dass man sich darüber aufgeregt hat, dass die deutsche Außenpolitik ja immer so pro-iranisch gewesen sei und die ganze Zeit zusammen mit anderen westlichen Staaten Deutschland ja immer vermisst hätte, eine klare Kante gegen gegen iranische Nuklearanlagen zu machen, weil der Iran hat das einfach ganz ohne Grund alles entwickelt und einfach nur aus einem puren antisemitischen Hass. Und hätte man davor irgendwie gehandelt, dann hätte man Israel jetzt nicht so in die Ecke gedrängt, dass es sich jetzt gezwungen sieht, diese Schritte zu gehen. Und da es ist doch immer wieder schön, so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie weit entfernt von der Realität manche Leute politische Geschehnisse auf der Welt so betrachten. Ja, das ist halt für mich eigentlich auf der gleichen Ebene, wie was ich jetzt auch tatsächlich gesehen habe, dass es, ich glaube, in eine irische, die größte irische linke Jugendorganisation hat dann den Tod von Simba als, er wurde halt gemärtyrert und großer Märtyrer ist halt gefallen mit so noch Hammer und Sichel drunter. Das sind halt dann so 2 Ebenen von politischen Linken, wo man sich einfach nur denkt, so, boah, Leute, echt, also so hängen geblieben, das geht halt einfach gar nicht mehr so. Also wirklich. Schlimmer halt sich irgendwie zu diskreditieren, kann man ja nicht mehr als Linke. Aber gut. Das sind aber wahrscheinlich die gleichen Organisationen, die dann irgendwen aus ihren Reihen ausschließen, weil er ein böses Wort gesagt hat. Oder Wursthaare trägt. So. Kommen wir zur lokalen Ebene, oder? Ja. Und da sprechen wir tatsächlich nur über grob 2 Themen heute. Und zwar schauen wir zuerst nach Brandenburg und da sind so die ersten, sag ich mal, ja, Resultate von halt dieser letzten Wahl jetzt zu spüren. Da gab es halt eben einen Paukenschlag, wie hier queer.de berichtet, dass halt die queere Fahne dort von einer 64.000 Einwohnerstadt von Neubrandenburg heißt auch tatsächlich die Stadt, dort halt vom Rathaus entfernt wurde. Und dort gab es eben eine entsprechende Abstimmung, wo halt AfD teilweise dann auch mit BSW-Stimmen und dann noch so einer rechten Wahlvereinigung zusammen. Die haben halt eben dann das so abgestimmt, dafür gestimmt, dass es abgehangen wird, genau, zum BSW, nur weil ich hatte das mal nachrecherchiert, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ist es so, dass ich glaube 1 oder 2 dafür Stimmen waren und der Rest der Leute vom BSW hat sich dazu enthalten. Und naja,
Ich habe das jetzt mal als Beispiel mit reingenommen vom Thema her, weil es, denke ich, ganz gut aufzeigt, und das ist ja auch generell so elementar von diesem Kulturkampf, an was sich dann jetzt halt diese Politik halt erstmal entzündet. Also klar, wird wahrscheinlich auch mehr passieren mit einer stärkeren AfD, aber das ist ja erstmal der Fokus, so. Dass die halt, also dass die AfD an der Stelle halt ihre Identitätspolitik halt durchzieht und dann halt solche symbolische Akte durchführt und dann halt sagt, hier, unser erster Schritt ist erstmal die Queerfahne weg vom Rathaus. Der Bürgermeister, genau, du schreibst auch gerade rein, Black Red Demon, ich wollte es auch gerade tatsächlich in dem Moment sagen, ist deswegen auch zurückgetreten. Er ist auch selber, glaube ich, homosexuell. Also das finde ich auch dann sehr nachvollziehbar so. Das ist halt natürlich, wenn das dann so eine polarisierende Auseinandersetzung darum gibt und du dann da so einstecken musst, ist das natürlich ein heftiger Schlag. Genau. Ja. Aber warum ich das auch nochmal wichtig finde, zu betonen, es ist ja auch, also auch diese Beflaggung an sich von jetzt halt Rathäusern ist ja auf der anderen Seite in diesem Kulturkampf wieder genauso eine Symbolpolitik. Also ja. Dadurch haben wir jetzt halt, passiert es ja jetzt nicht, dass halt, klar, es hat vielleicht einen geringen Effekt, ja, und natürlich hat jetzt auch, dass das runtergenommen wird, einen Symboleffekt, aber am Ende des Tages geht es ja um konkrete queere Rechte und wie sich halt, was für eine Gewalt halt queere Menschen im Alltag halt erfahren und halt nicht darum, ob jetzt da halt eine queere Fahne hängt oder nicht. Und das ist halt eben das, was ich meine, das ist halt dieser Kulturkampf, der sich dann immer an diesen Symbolen halt zuspitzt und der jetzt halt auch einfach dann auch mal in eine andere Richtung halt ausschlägt, wo dann halt die Rechte halt einen Punkt gewinnen, jetzt hängt die Fahne halt nicht mehr da, wo halt vorher die Liberalen halt stärker waren und dann hing die Fahne halt da. Ja. Ja, also kann man ja auch so sagen, was die Beflaggung angeht, da ist, glaube ich, die liberale Seite immer nur auf der Siegerseite. Den habe ich nicht verstanden. Naja, was die Beflaggung von öffentlichen Gebäuden angeht, ach so, ist die liberale Seite auf jeden Fall noch auf der Siegerseite. Ja, ja, klar, das ist ja nur eine Ausnahme. Also ja, deswegen macht das ja auch Nachrichten. Aber im Endeffekt gibt es ja die Möglichkeiten, theoretisch die rechtlichen Mittel, dass sie das eben verändern können. Ne? Und deswegen wird das auch mal wieder passieren. Beispielsweise, das ist ganz interessant, das kann ich einmal kurz eben anmerken, um da eine internationale Brücke zu schlagen. Hier im Süden, im Südwesten von uns, hier in Kanada, in den USA, nämlich da an der Grenze bei der Stadt Detroit, da gibt es eben die einzigen mehrheitlich muslimischen Städte in den USA. Und genau da gab es nämlich die gleiche Auseinandersetzung, was jetzt sehr viel in den US-Medien immer wieder aufgegriffen wurde, weil es wurde nämlich als so ein großer Sieg der von Liberalen und Linken gefeiert, dass es jetzt den ersten mehrheitlich muslimischen, die erste mehrheitlich muslimische Stadtregierung gibt. Stimmt, und haben wir bekommen. Als eine der ersten Akte haben die eben dafür gesorgt, dass die Regenbogenfahne runtergenommen wird. Was, sage ich mal, jetzt sehr viele Rechte sehr begeistert hat und sehr viele Linke sehr stinkig gemacht hat und tatsächlich dafür geführt hat, dass Trump immer beliebter jetzt bei den Leuten vor Ort geworden ist, weil die jetzt in Konflikt mit den Liberalen getreten sind. Ja, so viel dazu. Also solche Sachen werden wir auf jeden Fall in zunehmendem Maße sehen, indem das auch die AfD und vielleicht, je nachdem, wie das BSW sich weiterentwickelt, dann auch Stadtvertretungen davon übernommen werden. Ja, und also ich finde das wirklich einfach einen sehr starken Ausdruck, was für eine Absurdität von diesem Kulturkampf und dieser ganzen Debatte wir uns halt bewegen. So, wir haben halt so krasse Probleme, sowohl auf internationaler Ebene, die wir jede zwei Wochen besprechen, und so krasse Probleme auch in Deutschland. Also sei es auch die konkrete Gewalt an queeren Menschen, an Frauen, sei es die Strukturprobleme, die wir halt in diesem Land halt haben, etc. pp. Und das entzündet sich dann halt immer an so einer Symbolkacke. Und das
ist halt für mich so eine Absurdität so. Und da, finde ich, sieht man das einfach gut daran. Und das muss uns halt, das muss auch für uns halt, finde ich, wichtig sein, sich nicht allzu stark daran zu beteiligen. So, und da halt einfach dann zu gucken, dass wir wirklich die realen Probleme halt fokussieren von den Menschen und halt nicht dann, ja, da uns halt zu stark mit verallgemeinern und mitmachen. Ja. Okay, dann schauen wir nochmal zu einem konkreten materiellen Kampf in Deutschland. Und zwar dem Kita-Streik in Berlin. Der wurde ja verboten und der wurde jetzt tatsächlich auch final verboten. Also die Kolleginnen da sind halt in die nächsthöhere Instanz gegangen und haben tatsächlich verloren. Also das Gericht hat das eben entsprechend untersagt, dass es einen unbefristeten Kita-Streik in Berlin geben darf. Und das Ganze wird halt dann halt damit begründet, dass der Streik gegen das sogenannte, ja, gegen die sogenannte Friedenspflicht verstößt. Was ich eigentlich die perfekte Zusammenfassung von dem finde, was ich eigentlich dazu sagen will, dass halt Streikrecht in Deutschland steht halt zu 100% unter der Maßgabe sozialer Frieden und alles muss halt irgendwie angemeldet werden und nichts darf irgendwie unüberschaubar sein und möglichst handzahm und darf nur halt im Prinzip im Kontext von Tarifverhandlungen stattfinden und alles, was daraus ausbricht oder nur ein Stück weiter probiert zu gehen, was ja tatsächlich der Fall ist. Also Verdi probiert ja in allen möglichen Bereichen auch stärker zu agieren und kämpferischer zu agieren. Und sind halt aber total gefesselt von diesen Gesetzgebungen, die es halt in Deutschland dazu halt gibt. Und da sieht man halt dann auch wieder daran, finde ich auch nochmal sehr deutlich zu unterstreichen, dass halt diese bürgerlichen Gerichte nicht auf unserer Seite sind, sondern wenn es dann eben hart auf hart kommt, für die Interessen des Kapitals halt einsteht und sich da halt in maximaler Form alle Mittel bedient werden, um uns halt klein zu halten und gegen uns vorzugehen. Absolut. Und ja, warte mal, noch was ich dazu sagen wollte. Aber ich glaube, das hat eigentlich das Wichtigste für mich dazu auf den Tisch gebracht. Ja. Und gleichzeitig erleben wir auch eine Diskussion, was klar ein anderer Bereich ist, aber schon, finde ich, in einem ähnlichen angesiedelt ist, und zwar zu der Krankenhausreform. Mhm. Das wollte ich eigentlich nur kurz mit reinnehmen, gar nicht so tief jetzt behandeln, sondern eher so anschneiden, dass wir darüber später nochmal reden werden, weil ich da auch selber noch keine so umfassende Meinung zu habe oder mir das nicht so umfassend angeschaut habe. Aber ich wollte es mal mit reinnehmen, weil da gibt es ja jetzt halt die Bemühungen, also die Gesetzesidee da halt eben, Krankenhäuser zusammenzuführen und zu spezialisieren. Und dazu gibt es auf jeden Fall hier eine entsprechende Bündnis, was ihr euch mal anschauen könnt, krankenhaus-statt-fabrik.de. Finde ich auch einen sehr guten Titel. Erstmal generell, weil das Gesundheitswesen ja immer mehr eigentlich so eine Abfertigungsanstalt halt ist, wo also sowohl, dass halt Krankenhäuser ja einfach reine Kapitalunternehmen sind, die halt nicht mehr im Fokus steht, halt der Patient oder so. Und auch generell diese ganze Abfertigung von halt kranken Menschen und dass man halt immer die Betten voll hat, die halt die Kohle geben und so weiter und so fort, das erinnert halt immer mehr an eine Fabrik und gleichzeitig natürlich auch die Behandlung der Kolleginnen, die eben dann in Krankenhaus oder in anderen Gesundheitsbereichen oder auch in sozialen Bereichen wieder vor mit der Kita, genau das wollte ich auch dazu nochmal sagen, um das noch mit reinzunehmen, dass halt dann auch hier geilerweise dann wieder von der Kapitalseite damit argumentiert wird von der Politik, dass man ja hier im Sinne
der Eltern und der Kinder handeln würde, indem man halt jetzt hier diesen Streik unterbindet, weil das ja ganz schlimm sei, dass das dann halt eben die Kitas nicht mehr offen haben. Und das ist halt immer auch so eine perverse Scheiße, finde ich, wo man halt wirklich die Einzigen, die halt dafür kämpfen, dass die Situation halt besser wird, egal ob jetzt GDL bei den Streiks, wo das dann immer gesagt wird, dass die halt jetzt schuld daran seien, dass das mit der Bahn so runtergeht, genauso mit den Kitas und jetzt natürlich auch damals in relevanten Teilen mit den Krankenhausstreiks und im Gesundheitswesen, die es halt gab. Ja, und da müssen wir einfach, das sind die zentralen Punkte, denke ich, wo wir halt auch als Klasse Bewusstsein gewinnen können über die Methoden und über die Manipulation und die, ja, wie sie halt eben gegen uns vorzugehen versuchen, um uns unsere berechtigten Kämpfe halt madig zu machen. Naja, gerade natürlich nochmal in diesen Sektoren, wo es dann aufgrund einfach von der starken sozialen Verantwortung ja so schon bei allen Sachen gegen die Leute eingewandt wird. Ja. Wenn du in der Kita arbeitest, wenn du in der Schule arbeitest, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, in einem Altersheim, in der Pflege, dann wird das ja immer angebracht mit, und es ist ja auch einfach real, so die Leute entwickeln natürlich oder müssen zwangsläufig in diesem Berufsfeld eine Beziehung zu den Leuten, mit denen sie arbeiten, für die sie im Endeffekt Dienstleistungen erbringen, natürlich bekommen, und dementsprechend ist es ganz einfach, dass immer diese Verantwortung, die sie den Leuten gegenüber haben, anzubringen, um sie davon abzuhalten, schon im Kleinen, im Alltag nicht Mängel anzusprechen und nicht zu sagen, ey, das mache ich jetzt aber nicht, das geht über das, was eigentlich für mich vertraglich geregelt ist oder das, was ich machen sollen müsste, hinaus, sondern natürlich dann nochmal besonders in Streikfällen, wo das dann gesellschaftlich natürlich nochmal aufgegriffen und häufig auch nochmal viel mehr verschärft wird. Ja, Boldenekis, das fasst das eigentlich genau richtig zusammen. Wie du das schreibst, es ist schon witzig, den Ausgebeuteten einen moralischen Vorwurf zu konstruieren, aber nicht dem Ausbeuter. Und das ist genau das, was wir auch immer da dann als eben Narrativ dem dann entgegenhalten müssen. Ja. Ja, damit sind wir auch mit unseren heutigen Themen dann durch, international und national. Aber du hast uns bestimmt noch Interessantes aus der anarchistischen Bewegung mitgebracht, oder? Um uns wie immer ein bisschen aufzuheitern von den diversen Krisenherden auf der Welt und dem grauenvollen Zustand im Inland. Ja, es sind tatsächlich dieses Mal zwei kleine Sachen. Einmal ein Update, was euch eine Übersicht gibt über die Entwicklung der Strukturen der anarchistischen Bewegung. Und zwar machen wir das bei anarchismus.de halt immer so, dass wir alle 3 Monate die Strukturenseite nochmal intensiver aktualisieren und verkünden, was halt eben neu an Strukturen in den letzten Monaten dazugekommen ist. Einiges existiert jetzt in dem Fall auch schon. Anderes, also was dann einfach nur auf die Liste im Nachhinein aufgenommen wurde, aber anderes wurde halt eben auch neu gegründet. Und da wollte ich einfach noch kurz drüber sprechen, dass es eben, da fand ich vor allem in den letzten 3 Monaten besonders spannend, halt die Gründung von MIDADA in Bern, die anarchistische Organisation mit einer plattformistischen, spezifischen Ausrichtung, wo wir auch sehr große Hoffnung drin haben und die wir sehr schätzen. Und auch nochmal einen Gruß an Maxi. Könnt ihr auch gerne, ich kann auch vielleicht nochmal einen, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie diese ganzen scheiß Befehle gehen. Vielleicht kann irgendwer ja mal einen Shoutout an Maxi Calicio machen, genau, wo der sich halt auch immer mehr zum Anarchismus halt hin entwickelt hat und was ja auch immer dann wichtig ist als Medienprojekt, dass wir da an Reichweite gewinnen. Genau, und dann auch neu spannend fand ich auch dann die Entwicklung der libertären Plattform der Linksjugend, da hatten wir auch im Überblick schon gesprochen. Auf der anderen Seite sind auch ein paar Sachen aufgelöst worden, da sind sicherlich auch einige Sachen schon sehr schade von. Anderes waren dann eher so kleinere Ansätze, die halt nicht funktioniert haben. Aber insgesamt gab es da eben halt auch eine weitere Entwicklung des Anarchismus,
in Deutschland von den Strukturen her und eine leichte Zunahme. Und dann möchte ich euch noch ein neues Podcast-Projekt empfehlen, und zwar Stella Anaris. Das ist jetzt auch ganz frisch vom 18. Oktober. Da haben die Genossinnen ihre erste Folge herausgebracht, und zwar zu einem, finde ich, sehr spannenden Thema: anarchistisches Leben in der DDR. Und das ist ein anarchistischer Podcast, der uns auf jeden Fall sehr nahe steht von seiner Ausrichtung her, eben libertär-sozialistisch, und sich eben vor allen Dingen an Utopien ausrichten möchte. Und das ist sicherlich auch was, was uns auch, auch mal gut tut, da halt ein bisschen auch in der positiven Hinsicht mal auch zu träumen in der ganzen Scheiße, die uns umgibt. Und ich finde es halt immer super, wenn es eine Erweiterung auch von den Medienprojekten der anarchistischen Bewegung gibt. Ich fand die erste Folge ja thematisch immer sehr spannend und auch inhaltlich interessant, aber sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig von der technischen Seite her. Aber das war ja bei uns auch nicht anders. Also wenn man sich die erste Folge über Tage anhört, dann möchte man aus unserer Perspektive, auch aus technischer Sicht, auch bei späteren Folgen noch das ein oder andere Mal noch aus dem Fenster springen. Von daher, ja, liebe Grüße gehen raus und alles Gute für euch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich glaube, ist jetzt gerade vor allen Dingen bei Spotify. Bewertet das Ganze schon mal positiv. Gebt dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance und unterstützt es, weil unabhängig davon ist es halt einfach super wichtig, dass wir unsere Medienprojekte supporten. Erstmal von vornherein direkt. Absolut. Daran fehlt es ja oft, dass man dann halt erstmal lange kämpfen muss, um irgendwen erreichen zu können. Das war's von mir dazu. Ja, das kann man ja auch einmal kurz sagen, so war es bei uns ja auch nicht anders, ne? Ja. Viele Leute, die nicht genau wussten, was sie von uns irgendwie halten sollen, oder die einfach erstmal nur gesehen haben, da kommt irgendwas Neues, haben uns unterstützt, geteilt, und ja, sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht so hier sitzen, wenn das nicht so gekommen wäre. Genau. Und ja, Falke, du bist ja auch hier im Chat, also liebe Grüße und einen guten Start für euch auch nochmal auf diesem Wege. Ja, in dem Sinne würde ich dann auch sagen, sind wir für heute durch und sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Genau, und es wird auch am Sonntag dieses Mal keine normale Folge, aber ein Spezial geben. Also nächste Woche erwarten euch auch wieder zwei spannende Produktionen von uns. Genau. Ja, und in diesem Sinne, Glück auf und euch allen einen schönen Abend noch. Glück auf.